Guten Tag, liebe Userinnen und User des Dr. Kriebel Beratungsrechners. Wir beschäftigen uns heute gemeinsam mit dem Tool Anlageberatung. Die Entwicklung dieses Tools hat zwei Hintergründe. Zum einen verlangt der Gesetzgeber seit dem 1. Januar 2013 bei jeder Anlageberatung eine weitreichende Dokumentation. Bei jedem Kauf, Verkauf und bei der Empfehlung zum Halten einer Anlage spielt das eine wichtige Rolle. Dabei sieht er bestimmte Pflichtangaben in der Finanzanlagevermittlerverordnung als Muss vor. Mit Hilfe eines Beratungstools lässt sich eine solche Anforderung am leichtesten erfüllen. Zum anderen müssen Vermittler bei jeder Vorsorgeplanung ja für die Anlage auch eine bestimmte Rendite annehmen. Mit welcher Rendite soll man denn rechnen? Die Antwort auf diese Frage ist eine nicht unerhebliche Herausforderung und auch diese Frage kann nun mit dem Anlagetool beantwortet werden. Das Tool Anlageberatung dient also der Dokumentation und der Renditeschätzung. Im Lauf der kommenden Jahre werden wir das Instrument sicher noch verbessern und verfeinern. Sie finden das Werkzeug im Hauptmenü unter Geldanlage, hier die Anlageberatung. Wenn Sie hier anklicken, öffnet sich sofort dieses Tool. Sie erkennen, dass das Prinzip des Einseitenplaners umgesetzt wurde. Das heißt, Sie sehen die gesamte Anlageberatung auf einem Bildschirm auf einen Blick. Dabei sind zwei Drittel des Bildschirms erstmal verdeckt. Am Anfang geht es um die Risikoerklärung und um die Definition des Risikos, das der Kunde bereit ist zu tragen. Dazu kann als erstes hier oben eine Anlageart gewählt werden. Wir unterscheiden zwischen Einmalanlage und monatlichem Sparplan. Wir nehmen mal an, der Kunde möchte monatlich 100 Euro sparen. Und die Spardauer, die Anlagedauer, stellen wir hier mit diesem Gleitmodul auf 5 Jahre ein. Das heißt, der Kunde legt 100 Euro monatlich über den Zeitraum von 5 Jahren an. In Summe wird er also dann 6.000 Euro investiert haben. Die nächste Frage ist, wie sicher möchte der Kunde anlegen? Wir haben hier 5 Risikoklassen hinterlegt und gehen erst einmal davon aus, dass der Kunde sich für die Risikoklasse 2 entscheidet. Wir müssen dann, damit etwas gerechnet wird, wie in anderen Tools auch, auf das Taschenrechner-Symbol klicken. Dann erkennen Sie, dass es 3 verschiedene Szenarien gibt. Im besten Fall sind aus den 6.000 Euro Gesamteinzahlung 8.485 Euro geworden. Im schlechtesten Fall hat der Kunde Geld verloren, so dass nur 5.694 Euro ausgezahlt werden. Der wahrscheinliche Fall, also der durchschnittliche Fall, liegt bei einem Endergebnis von 6.778 Euro. Hinterlegt sind hier die Vergangenheitswerte der letzten gut 30 Jahre, so dass unterschiedliche Zeiträume durchgerechnet werden und man daraus den besten und den schlechtesten Fall ermitteln kann. Die Renditeerwartung orientiert sich an der erwarteten Inflationsrate. Das heißt, wenn wir hier die Inflationsrate wählen, zum Beispiel auf 2,4% neu rechnen, dann sehen wir, die Renditeerwartung für die Zukunft entspricht in diesem Fall dann 5,19%. Wir können jetzt mit den Risikoklassen spielen, bis sich ein Verlustszenario zeigt, das dem Kunden zusagt oder von dem der Kunde sagt, ja, das könnte ich noch tragen und gleichzeitig eine Renditeerwartung, die dem Kunden attraktiv erscheint. Wenn wir zum Beispiel die Risikoklasse hier auf 4 verschieben und neu rechnen, dann sehen wir, dass der beste Fall auf 11.612 Euro gestiegen ist. Der schlechteste Fall bringt einen höheren Verlust, nur noch eine Restauszahlung von 4.074 und der wahrscheinliche Fall liegt bei 6.924. Die durchschnittliche Renditeerwartung liegt im Schnitt gar nicht mal so weit von der vorherigen entfernt, wie man das grundsätzlich annehmen würde. Wir sind jetzt mit der Risikobetrachtung für den Kunden erstmal durch und müssen nun die aktuelle Situation des Kunden erfassen. Das eine ist das, was der Kunde sich selbst zutraut und wie seine Risikoneigung ist. Das andere sind seine Rahmendaten, die er persönlich hat und die eventuell auch dazu führen, dass wir nochmal in die linke Spalte springen müssen und diesen Bereich korrigieren. Die aktuelle Situation öffnen wir, indem wir hier oben anklicken und sehen hier die Felder, die wir ausfüllen müssen, um die Vorgaben der Finanzanlagenvermittlungsverordnung zu erfüllen.
Erste Frage ist dabei der Anlass der Beratung. Ich kann hier verschiedene freie Themen eingeben, wie zum Beispiel Geldanlage, die der Kunde vornehmen möchte. Dann ist die nächste Frage, ob wir eine telefonische oder eine persönliche Beratung haben. Wir gehen hier von einer persönlichen Beratung aus, also nein. Als nächstes wählen wir den Ort der Beratung. Wir können hier auswählen aus den vorgegebenen Vorgaben beim Kunden oder beim Vermittler. Wir gehen hier davon aus, dass die Beratung beim Vermittler stattfindet. Dieses Feld ist übrigens gleichzeitig ein Freitextfeld, so dass Sie hier auch jeden anderen Ort eingeben könnten, zum Beispiel eine Kneipe. Am Ende der Beratung ist immer die Gesprächsdauer anzugeben. Damit wir das nicht vergessen, geben wir hier gleich zu Beginn eine geschätzte Gesprächsdauer an, die später im Protokoll per Hand geändert werden kann, beispielsweise 1,5 Stunden. Das Datum der Beratung ist ebenfalls vorgegeben und was nun noch benötigt wird, das ist die Qualifikation des Kunden. Auch hier finden wir ein Dropdown-Menü, in dem wir unter unterschiedlichen Qualifikationen auswählen können. Beispielsweise sagt der Kunde, er sei ein Fachwirt. Es könnte natürlich auch sein, dass wir mit einer Kundin zusammensitzen. Dann können wir dieses Feld auch als Freitextfeld nutzen und aus dem Fachwirt eine Fachwirtin machen. Gefragt ist weiterhin noch nach den regelmäßigen Einnahmen, zum Beispiel monatlich 3.000, nach den laufenden Ausgaben, zum Beispiel 2.300, die Differenz von 700 Überschuss zwischen Einnahmen und Ausgaben wird automatisch errechnet, auch der prozentuale Anteil mit 23,33% wird angegeben. Wir fragen noch nach dem Geld- und Wertpapiervermögen, nehmen wir mal an 60.000 Euro. Eventuelles Immobilienvermögen, zum Beispiel 180.000 Euro und das Kreditvolumen gegebenenfalls von 110.000. Damit haben wir die Daten erfasst, die wir später für die Protokollierung bzw. für die Dokumentation brauchen. Nun müssen wir den Kunden bzw. die Kundin noch fragen nach ihren persönlichen Kenntnissen und Erfahrungen. Dafür klicken wir hier unten auf den Balken, wo auch steht Ihre Erkenntnisse und Erfahrungen. Hier sehen wir verschiedene Assets bzw. Asset-Klassen angezeigt und wir können jetzt einzeln an den Stellen ausklappen, wo der Kunde sagt, da habe ich auch Erfahrungen. Das heißt, sagt er uns, er hat keinerlei Erfahrungen mit festverzinslichen Wertpapieren, mit festverzinslichen Wertpapieren mit erhöhtem Risiko, Geldmarktfonds, aber er hat Erfahrungen mit Rentenfonds, dann müssen wir auch nur dieses Thema öffnen. Wir klicken dafür auf das rechte Dreieck, das Fenster öffnet sich und wir können hier angeben, dass der Kunde entsprechende Erfahrungen bereits hat, also vorhanden. Dann ist immer die Frage, seit wann solche Erfahrungen vorliegen, zum Beispiel 4 bis 9 Jahre, wie viel Geschäfte macht der Kunde pro Jahr im Durchschnitt, 3 und wie hoch ist das durchschnittliche Volumen pro Geschäft, 500 Euro. Wenn die Eingabe beendet ist, klicken wir hier rechts oben auf das Kreuz, das Fenster schließt sich wieder und wir sehen, Rentenfonds wurden bearbeitet durch das Häkchen. Die anderen Punkte werden im Protokoll dann ausgewiesen mit dem Hinweis, dass dort keine Kenntnisse vorliegen. Wenn wir dem Kunden in der Beratung Kenntnisse vermitteln, können wir das natürlich auch eingeben, beispielsweise hier bei verzinslichen Wertpapieren. Wir können angeben, bei Kenntnissen in der Beratung vermittelt. Nun kommen wir zur eigentlichen Anlageempfehlung. Dies ist der dritte Bereich auf dieser Seite. Und wir können hier mit dem Kunden gemeinsam die unterschiedlichsten Produkte erfassen. Dazu klicken wir rechts unten auf den Button Neues Produkt. Wir wählen zum Beispiel ein Produkt, das der Kunde bereits hat. Es handelt sich um den XY Aktienfonds. Darin steht dem Kunden derzeit ein Depotvermögen von 10.000 Euro zur Verfügung. Zahlweise gibt es keine, denn es handelt sich um eine Einmaleinlage des Kunden. Und wir sollten noch den SRRI angeben, auch als SAAI ausgesprochen, nämlich das Akronym für Synthetic Risk and Reward Indicator. Dabei handelt es sich um eine Risikokennzahl,
basierend auf einer Volatilitätsberechnungsformel, die für alle Kapitalanlagegesellschaften verbindlich ist. Die Volatilitätsberechnungsformel berücksichtigt normalerweise die durchschnittliche Volatilität der vergangenen 5 Jahre und mündet in einer von 7 Kennzahlen. Schon heute müssen Vermittler, die ihrem Kunden ein Kapitalanlageprodukt empfehlen, den SAAI benennen. Das gilt auch für die Kapitalanlage in Fondspolicen. Zurzeit wird übrigens in der Politik diskutiert, diese Pflicht zu erweitern. Demnach müssten Vermittler ihre Kunden künftig immer dann informieren, wenn sich der SAAI eines vermittelten Produkts während der Laufzeit ändert. In unserem Beispiel vergeben wir hier die höchste Risikoklasse, nämlich den SAAI 7. Die Anlage sollte bisher dem Zweck dienen, ein Auto zu finanzieren. Die Frage ist, wie kann der Kunde über dieses Vermögen verfügen? Ohne Verlust jederzeit möglich oder keine Verfügung notwendig? Wir wählen Verfügung gegebenenfalls mit Verlust möglich. Das wäre hier tendenziell auch der Fall. Sollte es sich bei dem Produkt um eine Empfehlung unsererseits handeln, dann sind wir verpflichtet, die Provisionen anzugeben und auch weitere Zuwendungen, die wir erhalten. Dabei können wir einmal auf entsprechende Detailinformationen verweisen oder aber wir geben die Höhe der Provision, der Gebühren oder der sonstigen Geldleistung ausdrücklich an. Das ist notwendig für Beträge, die wir auch wirklich beziffern können. Auf der rechten Seite sehen wir im oberen Block, dass zusätzliche Kosten und weitere Zuwendungen hier erfasst werden können. Das heißt, insbesondere die laufenden Zuwendungen, die sich nicht eindeutig erfassen lassen, können hier qualitativ beschrieben werden. Insgesamt sehen wir an dieser Stelle in diesen 3 Blöcken vorgegebene Texte, die als Vorschläge zu verstehen sind und die durch uns abgeändert, gelöscht oder ergänzt werden können, je nachdem, wie wir das für richtig halten. Nun haben wir das Produkt fertig erfasst und können diesem eine Aktion zuordnen. Wir gehen dazu auf dieses Eurozeichen rechts unten und ziehen dieses in den oberen Bereich. Wenn der Kunde dieses Wertpapier kaufen soll, dann kommt das Eurozeichen in den Bereich Plus. Wenn er das Wertpapier halten soll, dann gehen wir in den mittleren Bereich. Und wenn er das Wertpapier verkaufen soll oder er hat nach einem Papier gefragt, welches er nicht kaufen soll, dann schieben wir es in den Minusbereich und lassen es los. Also Empfehlung nicht kaufen. Unter der Annahme, dass der Kunde das Geld, das er aus dem Verkauf des Aktienfonds erzielt, wieder anderweitig anlegen möchte, schauen wir uns nun noch eine zweite Anlageform an. Dazu könnten wir mit Klick auf Neues Produkt wieder eine neue leere Erfassungsmaske öffnen und müssten dort wieder alle Felder füllen. Vor allem müssten wir auch wieder die vorgeschlagenen Texte auswählen, verändern, korrigieren oder ergänzen. Wesentlich eleganter und effizienter wäre es, wenn wir bereits Anlageprodukte aus unserem Portfolio hinterlegt hätten. Die Möglichkeit zu einer solchen Hinterlegung finden wir unter Datei und dann im Menüpunkt Einstellungen. Bei diesem Bildschirm haben wir mehrere Reiter zur Auswahl und der Reiter ganz rechts bezieht sich auf unser Tool Anlageberatung. Hier finden wir unter dem Produktnamen Standardtexte die Texte, die wir schon kennengelernt haben in den 3 Blöcken in diesem einseitigen Anlageberatungsprogramm. Hier sehen wir die vorgeschlagenen Texte zu den Erläuterungen, zu den Kosten und zu Chancen und Risiken. Wir können nun selbst beliebig viele neue Produkte anlegen. Hier geben wir zum Beispiel den Namen für ein neues Produkt an, den ABC Immofonds. Dieses Produkt soll angelegt werden. Und wir haben nun die Möglichkeit, hier die Erläuterungen zu geben. Es handelt sich um einen offenen Immofonds oder Immobilienfonds. Natürlich halte ich mich jetzt hier etwas kurz. Sie werden Ihre Texte sicher etwas ausführlicher gestalten. Unter Kosten geben wir ein Agio 3%, fällig bei Einzahlung.
wird von der Einzahlung abgezogen und unter Chancen und Risiken können wir eingeben, Vorteil ist es eine Sachwertanlage und ein eventueller Nachteil eingeschränkte Fungibilität. Eingeschränkte Fungibilität. Wie gesagt, können wir hier verschiedenste Textbausteine formulieren, gestalten, die dann auch bei dem jeweiligen Produkt, wenn wir es im Anlagetool aufrufen, vorgeschlagen werden. Kehren wir nun zum Anlagetool zurück. Wenn wir jetzt ein neues Produkt aufrufen, dann haben wir hier in diesem Dropdown-Menü unseren ABC-Immofonds, den können wir anwählen und die von uns vorgeschlagenen Texte erscheinen schon in den entsprechenden Blöcken. Der Anlagebetrag, die 10.000 Euro, die der Kunde aus dem Verkauf des Aktienfonds erworben hat, die zahlweise eine Einmaleinlage und den SRRI, den halten wir für relativ niedrig, weil wir diesen Immobilienfonds für ziemlich sicher und risikoarm einschätzen. Die Anlage soll jetzt dienen der Altersvorsorge. Und wir halten die Verfügung mit Verlusten gegebenenfalls für möglich. Die Provision, entweder wir verweisen auf beigefügte Detailinformationen oder wir weisen den entsprechenden Betrag aus. 3% von 10.000 Euro sind 300 Euro Provision. Anschließend ziehen wir mit dem Euro-Symbol dieses Produkt in das gewünschte Feld. Wir empfehlen ja, diesen ABC-Immofonds zu kaufen, also lassen wir im grünen Feld, im Plusfeld, das Eurozeichen los. Im Protokoll wird dann später ausgewiesen, Verkauf XY-Aktienfonds 10.000 Euro und Kauf ABC-Immofonds mit diesen 10.000 Euro. Wir haben nun die Beratung abgeschlossen und bekommen anschließend ein umfassendes Protokoll über genau die Punkte, die wir festgehalten haben. Wie beim Einseitenplaner können wir anschließend immer noch in die linke Seite springen und zum Beispiel die Risikoklasse nochmal korrigieren oder mit dem Kunden nochmal über seine Inflationserwartungen sprechen. Das Protokoll bzw. die Dokumentation erhalten wir wie bei allen anderen Tools auch oben unter Export. Hier besteht die Möglichkeit, einen Word-Export vorzunehmen, so dass wir das Protokoll vollständig vor uns sehen. Wir haben damit das Word geöffnet und können wie sonst in den Word-Dateien auch noch zusätzlich einzelne Punkte erfassen, verändern, ergänzen, so wie wir das an der Stelle benötigen, damit das Protokoll wirklich unseren Beratungsablauf widerspiegelt. Sie haben nun das Anlageberatungstool in seiner aktuellen Fassung kennengelernt. Wir freuen uns, wenn Sie mit dem Tool Anlageberatung Ihren Erfolg weiter steigern und wünschen Ihnen und Ihren Kunden auch in Zukunft viel Spaß mit dem Dr. Kriebel Beratungsrechner.